Sport und Bewegung, das ist für jeden Mensch wichtig, egal ob jung oder alt, Mann oder Frau und auch egal, wie die körperlichen Voraussetzungen sind. Eine noch eher unbekannte Sportart ist E-Rolli-Fußball. Im Mai werden da einige beeinträchtigte Sportler Österreich bei der EM in Finnland vertreten und wir waren bei einem Training mit dabei. E-Rolli-Fußball macht es möglich, Menschen ein Ziel näher zu bringen, die üblicherweise einen Alltag alleine nicht meistern können. Also E-Rolli-Fußball ist mit eigentlich meine größte Leidenschaft. Ich gehe auch noch gern in Musicals, aber das ist nur so nebenbei. Aber eigentlich ist E-Rolli-Fußball meine Leidenschaft. Mit E-Rolli-Fußball haben körperlich eingeschränkte Personen einen neuen Zugang gefunden, um sich sportlich betätigen zu können. Und das darf man in Sachen Kondition nicht unterschätzen. Die ersten Male war ich ziemlich fertig. Also es war, jetzt merke ich schon, dass mein Körper sich da immer mehr daran anmisst. Oder das merke ich schon, dass ich mich da gut anpassen kann. Aber ich merke schon, dass zum Beispiel so 1,5 Stunden oder 2 Stunden Training schon ziemlich an die Substanz gehen. Es ist unheimlich anstrengend. Es ist so, bei den Drehschüssen braucht man doch eine gewisse Stabilität im Körper und die habe ich einfach gar nicht. Deswegen werde ich an allen möglichen Stellen angeschnallt. Und das einzig wirklich Flexible bei mir ist die Hand. Die brauche ich, damit ich mit dem Joystick fahren kann. Der Rest ist wirklich festgeschnallt und trotzdem ist es sehr anstrengend. Also jetzt nach dem Training bin ich dann doch ziemlich K.O. Das Training setzt sich aus Schwerpunkten wie Passen, Stellungsschuss und Taktik zusammen. Gemeinsam trainiert das Team 1 bis 2 Mal pro Woche. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir haben die nationale Meisterschaft 2 Mal hintereinander gewonnen. Und wir müssen auch dazu sagen, das ist eine Leistungsgruppe, was da ist. Und die sind die Besten, was es in Österreich momentan gibt. Nächstes Ziel ist die Europameisterschaft in Finnland. Die Vorbereitung beginnt schon am Sonntag, die ersten Trainingseinheiten. Und wir sind mit großen Freuden dabei und versuchen, dort einen guten Bild abzugeben und uns von besten Seiten zu zeigen und Österreich mit Würde und Ehre zu vertreten. Die professionellen Spieler müssen dementsprechend ausgerüstet sein. Die Sportrollstühle wurden speziell für E-Rolli-Fußballer konzipiert und so manch einer wurde sogar mit einer persönlichen Note versehen. Mein Freund ist technisch sehr begabt und hat versucht, einen bisschen besseren Rolli zusammenzubasteln. Was hat er für Vorteile? Er ist dementsprechend lang genug, hat eine gute Hebelwirkung durch den Aufbau und ist auch schneller beim Beschleunigen. Wie heißt denn dein Rollstuhl? Also ich habe ihn liebevoll Snowball genannt. Ja, passt ganz gut zu den Winterbedingungen, die wir jetzt gerade haben. Ja, weil er einfach schneeweiß ist und ich wollte einfach damit irgendwie so einen farblichen Akzent setzen. Und ich finde, weiß ist einer meiner Glücksfarben und deswegen, genau. Und das Glück scheint mit dem Team zu sein, denn knapp die Hälfte der EM-Qualifizierten kommen von Trainer Leo. Von hier sind circa 6 Leute, die das Potenzial haben, im Kader dabei zu sein. Einige von ihnen, wir haben einen erweiterten Kader von 13 Spielern aus ganz Österreich. Und wir werden dann auf 8 Leuten reduzieren müssen, weil nur 8 Leute mitfahren dürfen. Für E-Rolli-Fußballer spielt es übrigens keine Rolle, ob Frau oder Mann, jung oder alt. Die einzige Voraussetzung ist, dass man im Alltag mit einem elektrischen Rollstuhl fährt und gut ins Team passt.